Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Ausgabe hier vom Flughafen um 9:29 Uhr ist es. Ich nehme diese Folge für euch relativ früh auf und ich werde sie gleich auch früher online stellen. Muss ich mal gleich gucken, wie ich es schaffe. Mein Flieger geht nach Berlin, dann haben wir auch den Stammtisch. Aber die frisch gepressten Themen, das ist das, was euch interessiert. Das ist natürlich Lufthansa und ITA. Es bleibt euch heute nicht erspart. Wir haben dann auch Neuigkeiten aus dem Hause Lufthansa Status Match, weil bei ohne Eurobonus ist und das als Starlines Alternative hatte, kann eventuell jetzt mit einer Art Status Match Challenge von Lufthansa seine Misere beenden. Und wir haben als drittes Thema was Lustiges aus der Welt von Swiss. Swiss, die ja eigentlich bekannt sind für ihren Kundenservice, die haben einen großen F-Up gemacht. Ich muss mal gucken, ob ich das alles gleich hier auf meinem System hinkriege. Ich gebe euch mal einen kleinen Überblick, was mein Setup ist. Hier seht ihr zwei Notebooks aufgebaut in Form von iPad und Notebook. Dann mein Drink, auch noch Essen. Also insofern, da geht das los. Ich bin mal gespannt, wie ihr sowas jetzt findet. Das ist jetzt ein bisschen Vlog-Style. Ne? Also, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen. Aber macht keine Kanalmitgliedschaft. Warum? Wir werden die Kanalmitgliedschaft pimpen. Und zwar werde ich das ein bisschen neu organisieren. Ich danke allen, die den Kanal unterstützen. Und wir werden die Stufen noch mal ein bisschen anpassen. Und es wird für euch mehr Leistung geben, natürlich. Also insofern werde ich das heute in Berlin beim Stammtisch besprechen. Und was wir auch noch besprechen werden, ist, was es an Neuigkeiten sonst gibt in Berlin, natürlich. Also, das erste Thema, was wir haben, da können wir auch direkt mit anfangen, das ist das Thema ITA. Jetzt ist die EU da hingegangen und hat gesagt, ja, wir wollen gerne, dass die EasyJet und die Voleta die Hubs verbinden. Das heißt also, die Verhandlungen zwischen der Lufthansa EU-Kommission zur ITA Airways sind ja irgendwie auf der Zielgeraden gefühlt schon so lange. Und wenn man Carsten Spohr hört, soll diese Woche, und das ist ja heute, ist Freitag, dann ist die Woche quasi fast arbeitsmäßig zu Ende, soll es da Bewegung geben. Und die Bewegung ist wohl, dass man das Signal der EU-Kommission bekommen hat, dass es dort von den Hubs halt Wettbewerb gibt. Und das ist ja, Voleta und EasyJet. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine wirkliche Variante ist für Leute, die bei Lufthansa mal sammeln wollen. Aber es drückt zumindest die Preise. Lufthansa ITA wollen natürlich auch mit dem Transatlantic Joint Venture A++ oder wie das Ding heißt, Gas geben. Das ist das, wo die SAS sich ausgebotet gefühlt hat. Und da möchte man die ITA natürlich über kurz und lang auch reinhaben, weil das halt eine Cash-Cow ist und damit das Risiko auch vermindert in Form von Dumping und die Preise dann so ein bisschen kontrolliert. Ja, das ist, natürlich ist das in irgendeiner Art und Weise, wenn man ehrlich ist, Monopolisierung und das heißt also auch Preissicherung gegen den Kunden. Und die Vestager sagte, meine Verantwortung in diesem Prozess besteht darin, dass es die Verbraucher am Ende des Tages immer noch Auswahl und erschwingliche Tarife hat. Und weiter geht es. Wir haben festgestellt, dass dies auf einigen Märkten infolge des ITA-Lufthansa-Deals nicht mehr der Fall sein könnte. Gut, man sagt hier Irrealis, logischerweise, aber Irrealis heißt ja nicht, dass das nicht passieren kann. Man ist da vorsichtig und ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann wird, ob das mit den Hubstrecken dann wird. Man hat ja auch die Geschichte gehabt, dass man Slots in Linate abgeben sollte. Also insofern eine interessante Entwicklung, dass es dann auf den Hubs dort Wettbewerb gibt. Wir erinnern uns ja auch alle an die Thematik vor vielen, vielen, vielen Monaten, als die Swiss in die Lufthansa eingegliedert worden ist und dann die Strecke München-Zürich quasi monopolisiert wurde und auch dementsprechend Pinke-Pinke gekostet hat. Und das will man hier vermeiden. Finde ich eigentlich eine gute Sache. Und interessant ist auch, dass natürlich die sagen, nee, die sollen da nicht nur fliegen, sondern die Lufthansa muss Slots abgeben. Also insofern ist da von der Lufthansa viel Bewegung und viel Musik drin. Die müssen da halt jetzt, ja, Hose runter, ne? Zeigen, ob sie es wollen oder nicht. Carsten Spohr hat natürlich gesagt, dass er einige Dinge nicht vermitteln kann. Ich mache keine Frage des Tages zu dem Thema, keine Angst. Und ich denke mal, ihr wisst, warum nicht. Das nächste Thema, was wir haben, bevor es zu einem lustigen Swiss-Thema geht, und ihr merkt, wir haben heute nur drei Themen,
Das ist das Thema und da muss ich die Zeit auch eintragen. Ihr merkt mit meinem kleinen Unterwegsstudio, wenn man alles dann alleine machen muss, ist das schon ein bisschen aufregender. Ist es so, dass ich gute Nachrichten habe. Also die ihr bei Eurobonus gesammelt habt, um den Starlines Gold zu bekommen und vielleicht auch den Lifetime zu bekommen, habt ihr jetzt quasi den Status verloren bei der Starlines. Er geht dann rüber zur SkyTeam ab dem 1.9. Jetzt hat die Lufthansa erwartungsgemäß reagiert. Und zwar die Reaktion erwartungsgemäß ist, man hat jetzt einen Status Match und Challenge. Das ist auch die erste Fluggesellschaft in Europa, die das gemacht hat. Aber unter der Hand kann ich euch sagen, andere Fluggesellschaften machen das auch, wenn ihr die anschreibt. Und da ist es so, dass man die Eurobonus-Mitglieder bittet, sich bis zum 30. September anzumelden bei der SAS. Und dann wird das wie folgt gepimpt. Hier, ich gebe euch das Bild. Da seht ihr es, Scandinavian Airlines. Wenn ihr da zum Beispiel Silber seid, kriegt ihr den FTL. Wenn ihr Diamond, Gold oder Pandion seid, gibt es einen Senator. Und den Horn Circle gibt es natürlich nicht auf der Reste-Rampe. Und jetzt ist das natürlich so, dass ihr sagt, dass das eine Challenge. Ja, die Challenge, also der Status, den gibt es erstmal. Und dann ist die Challenge, zwei Flüge müsste man mit der Lufthansa-Gruppe oder einem Miles & More Partner machen, also sowas wie Air Dolomiti und so weiter. Und bis zum 30.11., also LOT würde ja auch rein theoretisch gehen. Und damit würde der Status dann nicht nur bis zum Ende Februar 2025 gehen, sondern sogar bis Ende Februar 2026. Also eine sehr einfache Verlängerung. Für den Senator müsste man 6 Segmente fliegen und damit wäre dann der Status bis zum 2026 verlängert. Also auch nochmal eine interessante Geschichte. Die Segmente müssen auf Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels, Croatia, Discover, Eurowings, LOT, Lufthansa, aber auch bei Lufthansa City und Luxair und Swiss gehen und natürlich auch auf Lufthansa City Airlines, ne? Ja, die geht. Und dann gibt es halt den Status. Ich finde das interessant, dass man hier jetzt den Status-Match macht, um die Kunden zu behalten. Und viele bei der SAS werden das wahrscheinlich auch dankend annehmen. Und auch viele in Deutschland, Österreich, Schweiz, die halt die Eurobonus als Alternative genommen haben, werden dieses Thema natürlich positiv nehmen. Hier könnt ihr natürlich direkt schreiben, habt ihr SAS genutzt und werdet ihr jetzt zur Lufthansa umschwenken oder einfach nur den Status mitnehmen und denken, naja, was ich habe, habe ich. Damit ihr quasi ab September nicht mit leeren Taschen in Europa oder sonst wo auf der Welt steht, wenn ihr SAS, Eurobonus und alle Starlines fliegt. Das letzte Thema, was ich heute habe, und das ist auch ein lustiges Thema, das ist das Thema, ich hoffe, der Lärm ist nicht zu laut, aber so ist das halt, wenn man in der Lounge das macht, für euch vollen Einsatz gibt. Und zwar, das ist, die Swiss sagt, dass sie keine Kompensation zahlen, weil sie keine Kompensation zahlen müssen, weil es aufgrund eines technischen Defekts war, und zwar bei einer Boeing 737. Festhalten. Boeing hat schon eine 737, aber Swiss hat keine 737. Und deshalb ist es halt relativ lustig, was da passiert. Also im Prinzip, was ist passiert? Am 15. Mai 2024 auf dem Flug LX23 von New York nach Genf wurde der Flug gestrichen. Dann ist das ein technischer Fehler gewesen, so sagte man. Und das Flugzeug war natürlich ein A330-300, also nichts mit 737 und noch nicht mal was mit Boeing, also komplett Banane. Dann, wichtig ist natürlich jetzt noch zu vermerken, Schweiz ist nicht in der EU. Es gibt dort quasi nicht die klassische EU-Kompensation. Die haben so eine bisschen abgewandelte Form und vor allem hat man auch Maläste, da es ja einige Rechtsprechungen in Europa gibt, die in der Schweiz anders gehandhabt werden. Wenn man dann weitergeht, ist es so, dass man halt gesagt hat, dass man keine Kompensation zahlen muss, weil das technische Problem bei einer Boeing 737 war, und zwar die Ruder. Ja, komisch, wenn man mit einem A330 fliegt, wo ist dann bei Boeing das Problem? So hat man jetzt gedacht, die Passagiere sind doof und wenn sie hören Boeing 737, kriegen sie direkt Panik und Pipi in die Augen oder wie muss man das sich das Ganze vorstellen? Also ich finde es amüsant. Und wenn man dann weitergeht auf diese ganze Geschichte, ist es so, dass man da halt, ich sag jetzt mal, richtig lustig wird. Hier habe ich euch das nochmal eingeblendet.
Und da seht ihr das wirklich, also dass man da halt gesagt hat, dass das ein Ruder-Servo-Problem war. Und hups, das war nicht beabsichtigt, da haben wir es wieder. Sorry dafür. So, jetzt ist es hübsch. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde das echt cool, lustig. Und man hat das dann auf Twitter weiterverfolgt und so weiter und so fort. Aber jetzt lass uns mal gucken, wie kommt es zu so einer komischen Antwort? Ich meine, normalerweise, ich habe mit Basel immer zu tun, aber nicht jeder hat das Glück, Hon oder Zen oder sonst was zu sein und dann in diesen Core Customer Care zu kommen. Die kommen zu einer anderen Firma und die Firma, und ich lese das auch direkt mal ab, das ist eine Firma, die das für die im Auftrag macht, und zwar ist das aus Fidschi. Die Firma nennt sich Mindpearl und die machen halt den Customer Service, und ich will jetzt nicht sagen, dass sie da irgendwie künstliche Intelligenz benutzen oder sowas, aber ich finde das halt schon interessant, dass man da auch Quatsch einfach durchgehend erzählt und einfach irgendwas aus dem Hirn dann presst. Das kann ja nur AI gewesen sein. Und da hat so ChatGPT wohl gedacht, oh, machst du mal geil, 737, das geht immer. Und ich finde das auch lustig, dass man jetzt sich das Ganze nochmal anguckt und sagt, was kann man jetzt weitermachen? Weil wenn die das wirklich ablehnen, wie ihr hier seht, dann hast du echt schlechte Karten. Dann ist der Drops ja gelutscht. Also, ich mache das mal weg, damit ihr auch wieder das Flugzeug seht. Das ist, glaube ich, das Flugzeug, mit dem ich auch nach Berlin fliege. Oder wird es gerade weggepusht? Ne, wird weggepusht. Schade. Ist aber ein 320, mit dem ich fliege. Auch von der... Ne, 25 ist da. Also... Kein Problem, also ich fliege von hier, ist nicht mein Flugzeug. So, also was kann man machen? Also in Amerika, wenn du Amerika-Bezug hast, dann ist das auch cool, weil dann kannst du zum Department of Transportation gehen, kannst das machen. Die haben aber Backlog, relativ problematisch, dauert halt ein bisschen, aber es gibt da relativ gute Lösungen. Die andere Variante ist, man geht einfach hin und schreibt dem CEO, wobei Dieter Franks ist ja jetzt nicht mehr bei der Swiss, der ist ja zu Hansens quasi so gut wie weg auf dem Sprung. Aber man kann trotzdem die E-Mail ja noch nutzen und damit dann quasi die nukleare Option ziehen. Ich persönlich würde auch öfters dem Vorstandsbüro schreiben. Wenn es allerdings Deutschlandbezug hat, was es in dem Fall leider nicht ist, empfehle ich einfach immer den direkten Gang, 7 Tage bis 10 Tage, Verzug setzen, Anwalt einschalten, Ende im Gelände, 6 Monate später vor Gericht klären, wenn der Anwalt sagt, das ist ein gutes Thema. Das wäre so meine Antwort dazu. Ihr könnt ja schreiben, was ihr dazu denkt. Und das ist auch die Frage des Tages, die wir da machen. Und zwar die Frage des Tages, die wir heute haben, ist, wie findet ihr das, dass die quasi so, wie es aussieht, Sachen nutzen mit AI, dass die also wirklich Kundendienstanfragen beantworten mit irgendeinem Quatsch? Und da dann auch keine Möglichkeit ist, dass man das dann in irgendeiner Form wieder ja, gerade biegen kann. Und nimmt das dann auch jetzt bei Swiss überhand, dass man halt irgendwelche Antworten kriegt zu Themen, die man gar nicht gefragt hat oder die auch gar nicht zu dem Flug passen. Also da seid ihr jetzt wieder am Drücker und denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen. Und ich bin jetzt auf dem Weg nach Berlin. Ich sage einfach mal Tschüss, gebe euch den Abspann und ich muss dann auch los, weil Boarding ist zwar in einer Stunde, aber ich muss das Video bearbeiten und es muss hochladen. Also insofern viel Stress für euch, aber ich mache es gerne, freue mich auf euch in Berlin. Wer heute noch spontan nach Berlin kommen möchte, schickt mir hier eine Nachricht. Warte, da ist die Nachricht, spontan. Also bis dann und Abspann. Ciao, ciao. Wo ist er denn jetzt hier? Da ist die Maus. Thank you.